Ja, hi. Hier im zweiten Video zeige ich euch jetzt eine zweite Stresskaskade, die in eine hormonelle Störung endet. Wir haben ja im ersten Video schon gesehen, wie eine Stresssituation bzw. eine Anspannungssituation ausgewertet wird. Diese Auswertung wird dann an den Hypothalamus weitergegeben. Und der Hypothalamus wiederum gibt es dann an die Hirnanhangsdrüse weiter, die Hypophyse. Die können wir jetzt hier auch hell leuchtend sehen. Sieht aus wie ein Kirschkern mit einem Kirschkernstiel. Kirschkern hat hier Hirnanhangsvorder- und Hinterlappen und halt diesen Hirnanhangsstiel. Direkt angedockt, auch hell leuchtend als Fläche am Stiel, ist dann der Hypothalamus. So, die Hypophyse hat jetzt die Information bekommen, Achtung, Anspannungssituation. Diese reagiert jetzt mit einer Corticotropin-Ausschüttung. Corticotropin ist ein Vorbote von Cortisol. Cortisol selber ist ja ein Stresshormon. Diese Ausschüttung gelangt jetzt in den Blutkreislauf und die Nebenniere kriegt es mit. Die Nebenniere ist der Platz der Cortisolproduktion und Cortisol wird jetzt demnach ausgeschüttet. Okay, das ganze System reagiert jetzt auf die Anspannungssituation. Das Problem, was wir haben, ist, dass das System als solches, das Körper-Geist-System, nicht reagieren kann mit einer Gegenleistung, um halt diese Situation im Außen zu koordinieren, sondern das System ist gehemmt. Also es findet nicht der sogenannte positive Stress, Eustress statt, sondern Distress. Und so wird diese Energie nicht ausgeladen, sondern gestaut. So, jetzt hat das Gehirn jedenfalls die Aufgabe, dennoch das gesamte System wieder zur Ruhe zu bringen. Das gesamte Körper-Geist-System zur Ruhe zu bringen, weil es halt durch die Leistung im Außen nicht vollbracht worden ist. Dafür benötigt es Serotonin als Neurotransmitter. Das Problem ist nur dann, wenn wir in einem depressiven Zustand sind, was in dieser Akutsituation ja sehr gut sein kann oder grundsätzlich der Fall ist, dann kann das System nicht mehr zur Ruhe gebracht werden durch diesen Mangel und es entsteht eine Art Dauerstress. Das heißt, es wird immer mehr nach Körperenergie in Form von Zucker fälschlicherweise verlangt, weil die Situation nicht gelöst ist. Es findet eine vermehrte Cortisolausschüttung statt, dadurch wird Blutzucker vermehrt, der Blutzuckerspiegel steigt, weil Cortisol entsteht ja aus einer Zuckerneubildung. Und der Gegenspieler wird dann aktiviert, nämlich Insulin. Ja? Ist ja dafür da, den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Dadurch, dass er jetzt auch permanent angetriggert wird, könnte es passieren, dass dieser ermüdet. Und dann spricht man von dieser sogenannten Insulinresistenz. Ja, etwas, was ausgeleiert ist, irgendwann reagiert es nicht mehr. Und daraus ergibt sich dann wiederum eine Zuckererkrankung, ne? Weil halt hier diese Senkung einfach nicht mehr vollbracht werden kann vom Zuckerspiegel. Und diese wiederum gefährdet dann die Niere, die wichtig ist für die Aktivierung von Vitamin D. Und Vitamin D wiederum benötigen wir, um das Kalzium aus dem Darm zu absorbieren, einerseits aber auch als im System dann zu integrieren, also im Blutsystem zu integrieren. So, das ist jetzt nicht der Fall und das System sagt an, Kalziumspiegel im Blut sinkt. Das bekommt dann der Parathormon mit, der in der Nebenschilddrüse sitzt und genau diese Information dann weitergibt an die Osteoklasten.
Die sind wiederum für den Kalziumabbau in den Knochen zuständig, beziehungsweise hier jetzt konkret in diesem Fall dafür, Kalzium zu entziehen, um halt wieder den Kalziumgehalt im Blutspiegel auszugleichen. Im Blut haben wir insgesamt 1 Gramm Kalzium und trotz allem darf ein bestimmter Wert nicht unterschritten werden, weil sonst genau das hier passiert. Ja, je mehr Kalzium aus den Knochen entzogen wird, desto mehr werden diese dann ausgeleiert und Osteoporose kann entstehen.